Das ist Jennifer Rostock heute und das war Jennifer Rostock, als wir sie 2008 das erste Mal zum Interview getroffen haben. Hallo! Hier ist die Jennifer. Und der Joe. Und Christoph. Von Jennifer Rostock. In diesen 11 Jahren ist einiges passiert. Äußerlich hat sich eine Menge getan. Als wir Jennifer Rostock 2008 getroffen haben, hatte Frontfrau Jennifer Weist schon einige Tattoos. Aber sie wollte noch mehr. Normalerweise habe ich eigentlich so alle 2-3 Wochen einen Tattoo-Termin und habe mir vorher darüber Gedanken gemacht, was ich machen will. Und mache dann immer so ein Projekt, dann mache ich ein bisschen Pause, mache ich ein Projekt, mache ich ein bisschen Pause. Ich bin ja erst 24 und wer weiß, dann finde ich irgendwas teuer, habe ich keinen Platz mehr, ist auch blöd. Deswegen, also meine Beine sind ja noch fast komplett frei. Ich habe ja hier nur so ein bisschen am Oberschenkel. Und ja, Jennifer hat sich noch mehr Tattoos stechen lassen. Inzwischen hat sie so viele Tattoos, dass sie kaum mehr Platz hat. Deswegen schrieb sie auf Instagram, die letzten Stellen behalte sie sich noch für die wichtigsten Menschen auf. Die komplette Band wechselt über die Jahre auch die schwarze Mähne gegen den eher natürlichen Look. Und auch einige Piercings sind weg. Jennifer Rostock können Rassismus nicht ab. Das zeigten sie schon mit dem Song Wähl die AfD von 2017. Bist du gegen Inklusion und für ein Abtreibungsverbot? Bist du ein bisschen Schobi und ganz schön homophob? Scheißt du auf gesellschaftlichen Fortschritt, sagt der freien Welt Ade. Und geh, wähl die AfD. Und bis heute setzt die Band sich gegen Rassismus ein. Zum Beispiel mit der Kampagne Hashtag UnfollowMe. Dabei riefen User im Netz auf, dem eigenen Profil zu entfolgen, wenn man rassistisches Gedankengut hat. Homophobie hat ebenfalls keinen Platz bei der Band. Egal wer oder was ihr seid, welche Augenfarbe ihr habt, welche Hautfarbe vor allen Dingen, ob ihr homosexuell, heterosexuell, bisexuell seid. Wenn ihr mit euch zufrieden seid, lasst euch von niemandem erzählen, dass ihr irgendwo nicht reinpasst! Keyboarder Joe steht zu seiner Homosexualität und nutzt sogar die Bühne, um seinem Partner einen unfassbar schönen Heiratsantrag zu machen. Und ich weiß, du stehst nicht gerne im Mittelpunkt, deswegen habe ich heute nur die ganz engen Freunde von uns eingeladen, um dich zu fragen. Ah ja, wo auch immer du gerade hier bist. Ich weiß, du bist hier. Willst du mich heiraten? Mindestens genauso wichtig, Feminismus. Frontfrau Jennifer Weist will die gängigen Frauenrollen nicht akzeptieren. Sie will dafür kämpfen, dass Frauen nicht mehr schräg angeguckt werden, wenn sie zum Beispiel sagen, sie wollen kein Kind. Aus diesem Gedanken wurde der Song Hengstin. Reiß dich vom Riemen, es ist nie zu spät, denn ein Weg entsteht, als wenn man ihn geht. Ich bin kein Herdentier, nur weil ich kein Hengst bin. Ich bin ne Hengstin. Trau kein System, trau nicht irgendwem. Lass dich nicht von Zucker und Peitsche zähmen. Ich bin kein Herdentier, nur weil ich kein Hengst bin. Ich bin ne Hengstin. Heute spricht Jennifer Weist auf Social Media noch oft über diese Themen. Wir müssen aufhören, immer auf die gleichen Reihen zu gehen und immer auf die gleichen Reihen zu hauen und auf Leute, die doch eigentlich genau das repräsentieren und wollen, was wir auch wollen. Sonst passiert nämlich Folgendes. Niemand geht mehr in die Öffentlichkeit mit Themen, die bewegen. Niemand macht mehr sein Maul auf, weil er selbst aus seinen eigenen Reihen für das, was er sagt, angefeindet wird. Der Erfolg kam damals bei Jennifer Rostock unter anderem durch den Bundesvision Song Contest, den Stefan Raab ins Leben gerufen hat. Jennifer Rostock machte dort Platz 5. Trotzdem waren Jennifer Rostocks Konzerte nicht von Anfang an ausverkauft. 2008 haben wir vor 3 Leuten gespielt und dann auf einmal wurde es immer mehr und immer mehr. Brandenburger Tor, irgendwie 1 Million Leute. Zweites Jahr, wo es uns gab, haben wir direkt auch Hurricane Southside alles gespielt. Das war für uns echt übelst krass. Nur als Headliner ist die Band nicht direkt eingestiegen. Ich hab euch gesucht, hab angefangen hier oben bei den Foo Fighters, bin runtergegangen und ihr seid viele und viele andere. Was ist denn da los? Und viele andere sind wir. Weißt du, ist mir auch total egal, ich muss da nicht draufstehen. Du, ich nicht. Sie haben sich aber immer weiter im Line-Up hochgeschlichen. Wir hoffen mal, dass das Line-Up 2020 dann so aussieht. Trotz Festivals und ausverkauften Konzerten, zu Das Ding kam Jennifer Rostock sogar für ein ganz privates Wohnzimmerkonzert. Ja.
Privater geht nicht. Einen Wunsch hatten Jennifer Rostock noch für ihre zukünftigen Konzerte. Nee, wir wollten ja immer mal Pyro haben, aber das wird uns immer ausgeredet die ganze Zeit. Alle mal wie, nee, das geht nicht. Da braucht einer einen Pyroschein. Da braucht einen Pyroschein, ich mach keinen und so. Wie sieht's aus? Pyro am Start? Besser spät als nie. Jennifer Rostock standen schon immer eher für Rock. Einen wunderschönen guten Abend zum Sein! Trotzdem haben sie sich ausprobiert. Nur eine Musik wird bei Jennifer Rostock ganz, ganz sicher nie zu hören sein. Reggae. Also wenn ja auch alles außer Reggae, weil Reggae scheiße ist. Ja, einfach nur scheiße. Moment, als sie 2016 zum Songtindern da waren, waren sie aber plötzlich auch anderer Musik skeptisch gegenüber. Ziemlich oft verteilt die Band einen lieb gemeinten Dislike. Ganz lieb gemeint, aber trotzdem. Der nervt halt. Das hat immer, das hat ganz lieb gemeint. 2018 hat Jennifer Rostock den 10. Bandgeburtstag gefeiert. Mit einer fetten Tour. Am Ende gab es sogar einen Weltrekord. Die Band hat ein Buch geschenkt bekommen. Darin befinden sich über 13.000 Mails mit Botschaften von Fans. Weltrekord und damit Teil des Guinness-Buch der Rekorde. Für die Band war das wohl der Höhepunkt der Karriere. Und wie heißt es so schön? Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Kurz nach der Tour kam für alle Fans dann der Schock. Jennifer Rostock erklären, dass es erstmal eine Bandpause geben wird. Jeder will einfach erstmal sein eigenes Ding machen. Auch wenn sie momentan gerade eine Bandpause machen, eine Familie seien sie trotzdem weiter, schreibt die Band auf Facebook. Ein Kerl, der immer an Jennifer Rostocks Seite blieb, war übrigens kein Bandmitglied. Trotzdem war er auch schon bei Interviews mit uns am Start. Whisky, Jennifers Hund, begleitet die Band, seit er auf der Welt ist. Die Familien und Freunde sind der Band extrem wichtig. Deswegen sind Heimatbesuche ein Muss. Trotz Erfolg, neuen Freundschaften und Beziehungen, Jennifer Rostock hat leider auch wichtige Menschen verloren. Auf Instagram postete Frontsängerin Jennifer Weist, dass ihr Opa 2018 starb und Anfang 2019 leider auch ihre Oma. Sie selbst schrieb, dass sie wie eine zweite Mama für sie war. Es bleiben also Erinnerungen an Familie, es bleiben Erinnerungen an durchfeierte Touren und Konzerte, es bleiben Erinnerungen an Momente, in denen Jennifer Rostock für Feminismus und gegen Fremdenhass und Homophobie aufstand. Und noch etwas bleibt.